Willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Wir haben mal wieder ein paar Türmchen bestiegen und sind auf dem Weg zur nächsten Story-Mission. Haben in der letzten Folge uns über ziemlich viel aufgeregt, wie in der Folge zuvor auch. Wir werden uns wahrscheinlich auch weiterhin noch über unglaublich viel aufregen. Was soll ich denn für dich machen? Nö, bringt mir doch nichts ein. Warum soll ich dir helfen? Ich habe ja nichts davon. So, jetzt guck mal, wie es weitergeht, nachdem Hafen uns, also unser Vater, uns so schön übers Ohr gehauen hat. Vielleicht können wir mal weiter Washington helfen. Hä? Ich hätte irgendwen assassinaten können. Warum auch immer. Warum auch immer. Hey, Shithead. Recovered from your beating, then? Benjamin Church is held up on an abandoned brewery on the waterfront. We should be done with this by sunrise. Good. I would like to have those supplies returned as soon as possible. Of course. I wouldn't want to keep you from your lost cause. Come along, then. Follow me. Ich meine, er ist ja schon ein cooler Charakter, der Hazen. Der wäre so viel cooler gewesen als Connor. Ach, jetzt kannst du klettern. Jetzt, wo das Spiel es dir erlaubt. Ja? Ist die Wegfindungsroutine zwischendrin mal kurz hängen geblieben, oder wie? Ja, fall wieder runter. Genau. Mach das. Rechtes Genick. Ja, zufällig hängt hier so ein Balken raus. Zufälligst. Und hier hätte man wieder so ein Race einbauen können. So ein richtig schönes Rennen. Ja, halt ein optionales, aber... You could have killed me when we first met. What stayed your hand? Curiosity. Any other questions? What is it the Templars truly seek? Order. Purpose. Direction. No more than that. It's your lot that means to confound with this nonsense talk of freedom. Time was. The assassins professed a far more sensible goal. That of peace. Freedom is peace. Nicht zwangsweise. It's an invitation to chaos. Only look at this little revolution your friends have started. I have stood before the Continental Congress and listened to them stamp and shout. All in the name of liberty. But it is just noise. And this is why you favor Lee? He understands the needs of this would-be nation far better than the Jobinels who profess to represent it. It seems your tongue has tasted sour grapes. The people made their choice. And it was Washington. People. Chose nothing. It was done by a group of privileged cowards seeking only to enrich themselves. They convened in private and made a decision that would benefit them. Oh, they might have dressed it up with pretty words. That does not make it true. The only difference, Connor, the only difference between myself and those you aid is that I do not feign affection. Okay. Gibt ihm das jetzt einen Grund nachzudenken, unserem Connor. Nein, er rennt weiter. Es ist ihm egal, was sein Vater gerade erzählt hat. Es ist ihm sowas von scheißegal. Echt jetzt? Warum hätte man hier nicht Connor, nicht Hafen spielen können? Und das Ganze auf Templer-Seite. Ja? Und dann hätte man die ganze Zeit versucht, vor Connor davonzulaufen. Vor dem Sohn, der ihn umbringen will. Und am Ende kommt dann doch das Unausweichliche. Das wäre mal was gewesen. Der Anfang. Ich habe irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, so durch den Anfang hatten sie es tatsächlich auch vor. Viel mehr das Spiel Templer-lastig zu machen. Also vielleicht passiert es ja jetzt auch. Vielleicht wird ja jetzt Connor auch tatsächlich zum Templer. Das wäre mal was. Das wäre echt mal was, wo ich sagen könnte, yo, geil. Das Spiel hat sich doch noch was getraut. Es wurde zum Ende doch noch super.
Aber ich glaube nicht, dass das passiert, ehrlich gesagt. Church, you clever bastard. What is it? I was hoping I could wave you past the guards, but it has replaced most of them with men I don't know. Well, I should be able to pass without arousing suspicion, but you. Ah, shithead. We do this together or not at all. Then what do you propose? I will find a guard who is off duty and take his uniform. Very well. I will wait here then. Of course you will. Oh, I'm sorry. Would you like to come along and hold your hand, perhaps? Provide kind words of encouragement? Shithead, halt's Maul. These men have been found guilty of treason and conspiracy. Okay. Das Spiel macht mal das, was wirklich das gesamte Spiel über sinnvoll wäre. Man muss sich verkleiden, bevor man irgendwo... Ja, mein Gott. Die könnten ja eigentlich gerade auf mich schießen, während ich eigentlich direkt da stand, wo sie eigentlich nur ihren Kumpel hätten treffen können. Ja, jetzt geht er ja nicht drauf. Oder bring mich um, auch recht. Das verstehe ich auch nicht. Da konnte man doch früher so mehr oder weniger cool auch über die Gegner drüber hüpfen. Genau, was der gerade gemacht hat. Okay, kommt mal mein Leben langsam mal wieder zurück? Oh, was machst du denn, Connor? Sehr schön. Was war das gerade? Ach, der chillt jetzt. Der hat jetzt Angst, oder wie? Unglaublich. Auf, hör auf, mich zu nerven. Jetzt sterbt doch endlich einfach alle. Ich hol mir mal Hilfe, das dauert mir gerade zu lang. You are shit. Ja, ist doch schön. Ach, und mein Kumpel kämpft jetzt auch nicht gescheit. Wie lange soll denn das noch gehen? Ach, mein Kumpel hat jetzt einfach aufgehört zu kämpfen. Ja? War ihm zu viel Arbeit oder was? Ja, bring mich um. Bitte, bitte beende es. Sag mal, wo ist denn der Sinn von den Hilfsassassinen? Ich meine, es ist ja okay, dass sie nicht mehr so übermächtig sind wie in Brotherhood oder Revelations, aber zumindest einen könnten sie doch umbringen, oder? Dann wären sie wenigstens nicht ganz so unnötig gewesen. Wie sie es jetzt sind. Ah, hier könnte ich irgendwelche Executions oder so... was machst du denn? Was macht er denn? Ja, sehr schön.
mal das mit Gegnern gemacht, wenn sie auf einen schießen, was du sollst. So. Kriegen wir es jetzt? Ja, auf. Sehr schön. Und der noch. Und der hier. Na gut. Zu viele auf einmal wäre ja auch nichts gewesen. Object lost. Wieso? Hä? Warum? Der war doch schon längst tot. Wie soll der abhauen? Also in meinem Weltverständnis laufen Leichen nicht einfach weg. Ja, ja. Bringen sie doch alle um. Ist mir doch egal. Okay, kommst du her? Mhm. Ich war noch nicht so ganz sicher, ob der so ohne weiteres das macht, was ich gern hätte. Da läuft einfach die Patrouille weg. Der kommt jetzt wieder her. Sehr schön. Okay. Warum jetzt? Hä, wie konnte der mich denn wieder durch Objekte hindurch angreifen? Ja, auf. Das ist sowas von nervig. Wenn irgendwelche Spielmechanismen grundlegend nicht funktionieren. Wie kann sowas passieren? Ich begreif's nicht. Das Spiel ist in manchen Situationen saumäßig einfach und in anderen Sequenzen dann wieder frustend scheiße schwer. So. Gucken wir mal, wenn er wieder hierher kommt. Sind ja eigentlich nur der da oben, oder? Der Rest der Truppe ist doch eigentlich weit genug weg. So. Gut. Es versucht jetzt keiner, zu holen. Jetzt also hier in der Gegend interessiert es keinen. Ja klar, das gibt Sinn. Logisch. Das ergibt unglaublich viel Sinn. Ja. Nein, tut's eigentlich nicht. That should suffice. Follow me. These men have
Ja. Hold, strangers. You tread on private property. What business have you here? The father of understanding guides us. You I recognize, not the savage. He is my son. Stimmt sogar. Tasted of the forest fruits, did you? Ja, hat er. Yo, Erschießungskommando. Wuhu. Sehr schön. East District, Templar. Ja, auf jeden Fall super Punkt, um hier jetzt gleich Pause zu machen. Ah, ich sehe super aus in meinem Outfit. Auf jeden Fall doch. Sieht überhaupt nicht gestellt aus. Vollkommen natürlich. Gut, er hat gespeichert. Das heißt für mich, heute ist fertig mit meiner Aufnahmesession. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten wieder dabei. Also, tschüss, macht's gut, bis denne.